Hallo Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Modern Warfare 3 Quick Tips. Bei Modern Warfare 3 Quick Tips werde ich euch in jeder Folge ein kurzes Video liefern, in dem ich euch einige Tipps zu einem bestimmten Thema bringe. In dieser ersten Folge werde ich euch passend zu dem kürzlichen Release von Modern Warfare 3 einige Tipps geben, wie ihr in diesem Spiel schneller leveln könnt. Ich werde euch in diesem Video einige Maßnahmen präsentieren, mit denen ihr eure Punkterate deutlich anheben könnt und somit viel schneller euer erstes Prestige erreichen könnt. Der allererste Punkt klingt zwar offensichtlich, aber es lohnt sich auf jeden Fall, ihn zu erwähnen, und zwar die Herausforderung. In Modern Warfare 3 gibt es wohl die größte Bandbreite an Herausforderungen und anderen Auszeichnungen, die wir je in irgendeinem Call of Duty gesehen haben. Das liegt hauptsächlich an dem neuen Ranking-System für Waffen. Durch das Hinzufügen von Waffenleveling gibt es jetzt wesentlich mehr Herausforderungen und Auszeichnungen, die sich auf Waffen beziehen. Und diese Herausforderungen geben auch Waffen-EP, die eben bestimmte Waffen, die man benutzt, weiter im Rang aufsteigen lässt. Um also die EP pro Minute zu maximieren, sollte man mit so vielen Waffen wie möglich spielen. Da jeder weitere Waffenlevel, den eine einzige Waffe hochsteigt, EP bringt, sollte man sich nicht auf eine einzige Waffe spezialisieren, sondern mehr oder weniger alle Waffen gleichzeitig hochleveln, um so die Punkte, die man bekommt, zu maximieren. Mein zweiter Tipp befasst sich mit dem Spielmodus. Es ist ja bekannt, dass man in Such und Zerstören für jeden Kill 500 Punkte bekommt, sowie 500 Punkte für jedes Mal, wo man eine Bombe legt oder entschärft. Wenn ihr also jemand seid, der sich zutraut, auch mal eine Such und Zerstören Runde ohne Tod zu beenden, ist es natürlich die beste Wahl für euch. Sollte euch aber Such und Zerstören eher nicht so liegen, und zu diesen Kandidaten gehöre ich ganz sicher auch, sind natürlich die Respawn-Modi wesentlich besser für euch. Und hier würde ich Kill Confirmed empfehlen. Bei Kill Confirmed bzw. Abschuss bestätigt bekommt man 50 Punkte für jeden Kill, den man macht, jeden Kill, den man bestätigt und jeden Kill, den man verwehrt. Solange ihr also immer in Bewegung bleibt, fleißig die Hundemarken einsammelt und hier und da auch nochmal selbst einen Kill macht, könnt ihr eine Menge an Punkten sammeln. Das nächste Thema sind die Killstreaks. Wenn ihr in Modern Warfare 2 jemand wart, der sehr gerne mit AC-130, Chopper Gunner und Co. die Gegner gebasht hat und das Ganze am besten noch am Ende mit einer Nuke getoppt hat, vergesst es. Für Call of Duty Modern Warfare 3 legen die Entwickler sehr viel Wert darauf, dass man für das Team und für das Objective spielt. Ob ihr dabei jetzt euch und eurem Team die bestmögliche Panzerung in Form von Ballistikwesten bereitstellt, mit der ferngesteuerten Auflenkungsdrohne aus der Luft Feinde markiert oder mit der Juggernaut-Rüstung die Gegner in die Knie zwingt, ist letztendlich egal. Alle diese Aktionen geben euch massig Punkte und deshalb würde ich sagen, ist das Support Strike Package auf jeden Fall die beste Wahl, wenn es ums Leveling geht. Eine mindestens genau gute Wahl ist allerdings auch das Specialist Strike Package. Das Specialist Strike Package erlaubt euch, anstatt Killstreaks alle zwei Kills ein neues Perk zu bekommen, sodass ihr am Ende bis zu 3 zusätzliche Perks erhaltet. Nicht nur, dass ein Specialist Strike Package einem dabei hilft, die eigene Klasse zu optimieren, es hat auch noch einen sehr schönen Nebeneffekt. Als 8er Killstreak im Specialist Strike Package ist nämlich automatisch der sogenannte Specialist Bonus dabei. Das bedeutet, dass man nach dem 8. Kill bzw. nach dem 7. Kill, wenn man Hardliner dabei hat, für jeden weiteren Kill das Doppelte an Erfahrungspunkten bekommt. Also auch hier eine sehr schöne Art, mehr EP zu bekommen. Welches von den beiden Strike Packages man jetzt benutzt, ist eigentlich letztendlich egal. Es bleibt nur zu beachten, dass man wirklich das Support Strike Package benutzen sollte, wenn man sich nicht zutraut, dass man 7 oder 8 Kills machen kann, ohne zu sterben. Denn im Gegensatz zu dem Specialist Strike Package bauen sich die Support Killstreaks auch nach dem Tod wieder auf. Für etwas schlechtere Spieler ist also das Support Strike Package die bessere Wahl. Mein nächster Tipp wäre das Verwenden von Raketenwerfern. Durch das Zerstören feindlicher Luftunterstützung könnt ihr nicht nur eurem Team zum Sieg verhelfen, sondern bekommt auch noch massig Punkte dafür.
Und als kleiner schöner Nebeneffekt zählt es genauso wie ein Kill zu eurem Punktestreak. Ab Level 24 kann man beispielsweise schon auf die Javelin zugreifen. Diese verfügt über Positions- und Fahrzeugerfassung und ist deshalb sehr einfach zu handeln. Und sie zerstört die meiste Luftunterstützung mit nur einer einzigen Rakete. Wenn ihr also als Primärwaffe eine mehr oder weniger Allrounder-Waffe habt und deshalb nicht auf die Benutzung einer Pistole oder gar Maschinenpistole als Sekundärwaffe angewiesen seid, ist ein Raketenwerfer auf jeden Fall eine gute Alternative. Und noch als ganz kleiner Tipp am Rande, wenn ihr einen Werfer nicht als Sekundärwaffe mitnehmen wollt, habt ihr natürlich auch immer die Möglichkeit, im Support Package das Boden-Luft-Geschütz mitzunehmen. Das erledigt die Arbeit automatisch für euch und belohnt euch mit Punkten. Und als letzter Tipp bleibt dann noch der Prestige-Laden. Wenn man in Modern Warfare 3 Prestige oder andere bestimmte Aktionen macht, kann man sich sogenannte Prestige-Token verdienen. Diese kann man dann im Prestige-Laden für bestimmte Sachen ausgeben, zum Beispiel Double XP. Wenn ihr also gerade Prestige habt und wirklich Wert darauf legt, sehr schnell zu leveln, könnt ihr eben diese Double XP kaufen und habt dann für 2 Stunden Spielzeit die doppelten Erfahrungspunkte für alles, was ihr im Spiel macht. Das wären dann alle Tipps für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Tipps, die ich euch gegeben habe, werden euch in Zukunft hilfreich sein. Bis zum nächsten Mal, euer Anti.